Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel CSR Racer Racing. So, ich werde es mal starten. Es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern, weil irgendwie dauert das immer. Warum kann ich nicht F machen? Vollbild? Warte mal lieber erstmal. Ist auch hochgeladen ist. Ja. Also das hier wird dort irgendwie immer ziemlich lang bei dem Spiel auch von einem Bild zum anderen Bild immer zu laden. Das dauert. Ich finde das Spiel richtig gut, mir gefällt das. Und was mich nur halt immer ein bisschen nervt, sind die ganzen Ladezeiten. Das hatte ich auch bei der Bewertung reingeschrieben von dem Spiel. Das Spiel ist cool, nur die Ladezeiten nerven. Dann machst du für 14 Sekunden ein Rennen und dann musst du wieder 30 Sekunden laden, ich weiß es nicht. Aber es dauert halt immer ein bisschen. Und ja, das ist für mich ein bisschen nervig. Okay, okay, okay. Passe dich deinem Wagen an. Ich soll mich meinem Wagen anpassen oder soll mein. Soll mein Wagen mir angepasst werden? Gut, jetzt F11. Ah, jetzt geht's. Oh, hier kommt wieder Werbung. Weg damit. Schauen wir hier mal in der Gilde rein. In meiner Gilde. Meine Ein-Mann-Gilde. Oh, da, ich hab. Ah, wieder neuer Monat, deswegen. Ich hab doch noch alles gemacht. War doch gerade beim Hochladen. Habe ich einmal auf OK gedrückt. Bei meinem Mercedes. Da können wir uns ja mal meine Autos anschauen, die ich bislang habe. Noch nicht ganz so viel. Ich kann auch nur 6 Autos haben, weil meine Garage nur für 6 Autos Platz hat. Eins habe ich schon verkauft. Aber hier gibt es auch immer noch eine Garage und einen legendären Platz. Oh, hier. Eine Dame. So, und schauen jetzt mal Autos an. Mein TT. Mein TT. Mercedes. Toyota. 86, mein Mercedes CLA 45 AMG, mein Ferrari 250 GTO und den hatte ich doppelt gehabt, den Mustang Boss 302. Also das ist jetzt, den ich das Doppelte gekriegt habe, den ich hatte vorher, den habe ich verkauft. Aber bei denen habe ich noch diese Felgen dazu gekriegt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, behalte ich den, verkaufe den anderen. Gut. Und in mein Studio, da habe ich den Mercedes 300 SL Coupé. Zwar weiß ich gerade nicht, warum der hier angezeigt wird.
einen Vorgang. Ich denke auch, wir werden mit dem weiterspielen, mit dem Mercedes 300 SL. Da ist er. Weil... Ich habe nämlich Kapitel 1 schon fertig und Kapitel 2. Hier ist K1, Kapitel 1 das rote. Und der sagt jetzt, ich muss K3 schaffen. Und das hier ist Kapitel 2. Ich könnte jetzt halt, kommt mal spontan irgendwo so Sachen wie die hier. Ich habe dann noch 23 Stunden Zeit, diese Rennen zu fahren. Ist halt nur für Geld. Da kriegst du Geld. Gutes Geld. Anderes da. Da brauche ich ein T2 Auto. Aber ist halt nur Geld. Reguläre Rennen sind auch nur mit Geld. Und Kapitel 3 ist hier unten der blaue. Da sitze ich zurzeit ein bisschen fest, weil ich muss hier ein T3er nehmen und mein T3er ist zu langsam, weil da habe ich nur den einen Mercedes als T3 und das hier sind die legendären Aufträge, die würde ich jetzt weiterspielen. Natürlich gibt es noch paar Sachen mehr. Hier genau in der Mitte die Insel. Hier ist so für deine Crew und Online-Kämpfe gegen andere Leute. Ja, ich denke mal, hier genau weiß ich nicht genau, was das ist, weil ich bin irgendwie immer noch so niedrig dafür. Hier die beiden Sachen, da komme ich auch noch später hin. Oh, den habe ich schon abgeschlossen. Aber wann das denn? Naja. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal... ich schaue meiner Quest kurz nach. Verbessere 4 Teile, verdiene 400 Punkte. Die verdiene ich am meisten bei hier vorne auf der Insel. Bei den Live-Rennen verdiene ich da viele. Aber ich mache jetzt das hier. Ich suche mir mein Mercedes. Genommen. Ach Mist. Na gut, dann mache ich erst eine Runde mit denen. Da muss ich auch mal in die Garage gehen und wechseln. Sozusagen ist das Spiel auch ganz leicht, weil man muss dann nur am Anfang Gas geben und danach gibt er automatisch Gas weiter. Hier musste ich Gas geben. Und dann muss ich immer nur noch schalten. Auf das Plus auf der rechten Seite unten rechts. Und runterschalten ist unten links. Jetzt muss ich aber links in der Garage wieder rein, weil ich im falschen Auto eingestiegen bin. Okay.
Studio den hier Doppelklick aufs Auto, dann sitze ich drinne. Und wie ihr seht, die Ladezeiten sind wirklich nicht gerade sehr angenehm. Zum Rennen. Mit dem Ferrari, mit dem ich vorher gefahren bin, der ist schon komplett ausgebaut, ist eigentlich sehr leicht mit denen zu fahren. Allerdings, wenn ich legendäre Rennen mache und ich möchte ein Auto ausbauen wie den Mercedes jetzt, muss ich mit dem Mercedes fahren. Also es bringt mir nichts, wenn ich die ganze Zeit mit dem Ferrari fahre, weil kriegt mein Ferrari die Punkte. Das Geld, klar, das kriegt jeder. Also das ist ja dann auf mein Konto sozusagen. Aber die Punkte, die kriegt dann nur mein Ferrari, wenn ich mit dem Ferrari fahren will. Und ich brauche die mit dem Mercedes. Deswegen muss ich jetzt ein paar Rennen mit dem Mercedes fahren. Achso, Nitro habe ich auch noch. Wie zündet man Nitro? Was die Leertaste bei mir? Okay, brauche ich eigentlich bislang noch nicht. Weil das sind nicht so starke Gegner. Ich schau gerade, wo Nitro war. Ah, das war's. Die Shift-Taste. Die Punkte, die ich meinte, wenn ich mit dem Mercedes fahre, kriegt nur der Mercedes diese Punkte. Stand auch gerade darüber, 300
SL-Punkte sind das. Ja, okay, jetzt würde ich sie nicht mehr kriegen, weil die gibt es nur bei 5 Siegen mit deinem Auto und bei 10 Siegen. Und ich habe nur 10 solche Dingens. Einmal bin ich schon gefahren mit dem Ferrari. Deswegen glaube ich, schaffe das nicht mehr. Okay, vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege einen Tank dazu. Wegen die Ladezeit immer die so lange dauert. Oh, jetzt leckt er ein bisschen. Ich muss den neu einstellen. Das mache ich jetzt davor. Hier um diese Energie. Mein Tank. Ein Viertelmeilenrennen ist ein Tank. Mache ich ein Halbmeilenrennen, sind das zwei. Dinger weg. Wie soll man das sagen? Liter sind das ja nicht. Ist ja weniger wie ein Liter. Viel weniger. Na egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Guter Start, leider nicht perfekt. Aber zwei Energie reichen mir, dann bin ich auch fertig.
werde jetzt noch einmal mit dem fahren, damit ich die Münzen kriege, die 250. Du kannst am Tag 200, 750 insgesamt kriegen, also 15 Rennen. Und dann ist diese Abteilung, was ich hier gerade fahre, abgeschlossen für den Tag und muss halt 24 Stunden warten, bis es wieder geöffnet wird. Aber so weit komme ich meistens nie. Oben in der Mitte sieht man immer die Leiste, wo welches Auto fährt. Das untere bist du, das obere ist dann der andere, dein Gegner. Na genau, die Münzen wollte noch 8,350 fahren sogar. Okay, eine Quest von mir ist es, ich soll die Autos verbessern, also 4 Verbesserungen machen. Und dann gehe ich einmal hier rauf. Steht ja auch dann da Verbesserung. Und da kann ich einmal. Warum ist der Motor nicht eingebaut? Ich bin jetzt halt mit den langsamen Motor gefahren. Eieiei. Da kann ich auch mit dem werde ich verbessern. Ich probiere mal alle gleichzeitig hier auf Level 1 zu kriegen, Level 2, Level 3, Level 4. Jetzt ist Level 4 dran. Soll ich den einmal nehmen? Und den Nitro. Oh, da habe ich kein Geld mehr. Ich glaube, dann schaffe ich das auch nicht mehr. Die anderen zwei Sachen. Dann gehe ich jetzt zum anderen Auto rüber. Die Übersicht der Autos. Und jetzt nehme ich den hier, weil die anderen sind alle ausgebaut, bis auf der. Okay, der Audi ist auch noch nicht ganz ausgebaut, der TT. Also ich habe noch 2 Autos, die nicht ausgebaut sind. Verbessern. Ich kann 2 Sachen verbessern. Und wenn ich dann noch 33.000 habe, dann gehe ich wieder zurück zum anderen Auto. Okay. Schön, hat sogar gepasst. Jetzt müsste ich 3 Sachen verbessert haben. Oder sie das verbessern? Ja. Dann gehe ich nochmal schnell zurück zum anderen Auto. Wechsel zum Studio. Doppelklick. Und wir verbessern den letzten Teil. Also für die Quest das letzte Teil. Ja, Nitro war das. Nitro verbessern. Nein, keine Werbung anschauen. Das wäre noch 4000. Silbercoins. Die Quest ist fertig. Das können wir ja mal. Hier habe ich auch was geschafft. Also ihr habt ja jetzt schon mal Mercedes gesehen. Ihr habt gesehen mein Ferrari.
Okay, jetzt sitze ich gerade in den drinne. In welches Auto sitze ich drin? Dann werde ich jetzt mal mit den anderen fahren und mache dann mal ein Online-Rennen. Aber bei Online-Rennen, da bin ich meistens am Verlieren. Okay. Gehen wir in der Garage rein. Schauen wir nach, welche Nummer. Den habt ihr schon gesehen? Den Mustang, mein erstes Auto, den wir den mal. Der ist eigentlich schon komplett ausgebaut. Getunt habe ich den schon. Also für mich angepasst, wie ich fahre. Und jetzt probieren wir mal ein Rennen zu fahren. Ein Online-Rennen. Hier ist gerade was Neues dazu gekommen. Lieferanten-Cup. Porsche. Ja, da brauche ich glaube ich einen Porsche-Film. Ja, Porsche. Hersteller Porsche. Und das ist auch immer so wie bei denen hier unten. Bei denen hier, da brauche ich einen K3. Dann gibt es so Sachen, die sind speziell für Porsche zum Beispiel hier. In 4 Tagen läuft das hier aus. Ich brauche einen 716er Crayman Porsche. Für die Crew ein Rennen fahren. Das kann ich machen. Mit diesen Rennen kriege ich dann Respekt bei anderen Crews, wenn ich gewinne. Was auch nicht immer so leicht ist. Denke mal, der schaut jetzt, welche Crews bei mir in der Nähe sind und gegen einen von denen werde ich fahren. Die müssen auch nicht online sein. Oh, ich fahre gegen K2er. Das ist natürlich ganz übel. Er fährt mir davon. Oh, ich komme näher ran. Oh, ich habe ihn überholt. Boah. Das war mal spannend gewesen. Ich habe mich am Anfang voll abgehangen. Aber er hat eine langsame Endgeschwindigkeit. Und ich habe neue Zeit geschafft. Also das Sternchen bedeutet immer, ich habe was mit dem Auto überboten, was ich vorher mit denen hatte. Nice. Ich habe gegen einen K2er gewonnen. Ich habe noch ein Rennen frei. Dann zeige ich euch jetzt einmal kurz das Online-Rennen, das Live-Rennen gegen andere Spieler. Das sieht wie folgt so aus. Hier stehen gleich die ganzen Autos. Ich habe erst 5 Rennen gewonnen. Entweder warte ich, bis einer mich herausfordert. Guck mal, das sieht genauso aus wie meiner. Und die auch. Er möchte gegen mich fahren. Ich nehme an. Jetzt kann ich nochmal extra Geld setzen. Ich habe dafür 15 Sekunden Zeit. Höher oder runter.
Ich setze kein Geld mehr dazu, weil ich meistens verliere. Ich habe hier, glaube ich, schon 30 Rennen gefahren. Weil manchmal ist so eine Tagesquest, gewinne 2 Rennen PvP, also hier in den Live-Rennen, genau, in Live-Rennen, nicht PvP hieß das. Gut, gut, gut. Und ganz oft ist es immer ganz laggy. Ich habe ein Kennzeichen, wusste ich gar nicht. Ich hab gewonnen. Punkte fast für dieses Rennen gekriegt. Ich habe gerade noch ein Energie dazu gekriegt. Also ich könnte noch ein Rennen fahren. Oh, gegen ein Mini. Das ist auch ein T1er, T1 oder K1. Oh, hier hat er eine Medaille gekriegt. Der ist ganz ausgebaut. Also das werde ich wahrscheinlich verlieren. Den ganz ausgebaut ist man meistens sowieso besser. Bei mir ist meiner soweit, der ist eigentlich auch ganz ausgebaut, nur ich könnte noch Ersatzteile einbauen, die immer so ein bisschen PS noch dazugeben. Gut, dann war es das für heute. Rausgehen, zack, zack, zack. Und komm schon. Beenden wir das Spiel. Das war das Spiel. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.